In der englischen Sprache wird seit langem zwischen dem biologischen Geschlecht, Sex, und dem im weitesten Sinne psychologisch-sozialen Geschlecht, Gender, unterschieden. Unbeirrt von der Tatsache, dass der Begriff Gender im Original auch aus der Biologie stammte, bezeichnete der US-Psychologe John Money, der, wenn man so möchte, Vorreiter der Genderbewegung, in den 1950er Jahren mit dem Genderbegriff die subjektiv erlebte Geschlechtsidentität und die Geschlechterrollen. Dabei betonte er die Bedeutung des Sozialen bei der Ausformung dieser Phänomene. In seinem Gefolge fasste Judith Butler, die Mutter des Gender-Mainstreamings und der Queer-Bewegung, obwohl ich fürchte, der Mutterbegriff wäre ihr ganz und gar nicht recht. So nehme ich die Mutter wieder zurück. Also diese Judith Butler, sie fasste nicht bloß das psychologische und das soziale, sondern auch das biologische Geschlecht als eine Art soziokulturelles Konstrukt auf. Dieser Einordnung folgend postulieren heute die Gender-, Trans- und Queer-Bewegungen, es gebe viele verschiedene Geschlechter. Einfach deshalb, weil es viele kulturell geformte Geschlechterrollen und auch viele verschiedene subjektiv empfundene Geschlechtsidentitäten gebe. Von den Wogen des aktuellen Zeitgeistes getragen, ertönt also das Postulat der biologischen Gleichheit der Geschlechter. Unterschiede zwischen Frauen und Männern sind nach dieser Lesart lediglich das Ergebnis sozialer Konstruktionsprozesse. Diese Einschätzung ist aus Sicht der Naturwissenschaft falsch, beziehungsweise bedarf sie einer Differenzierung. Falsch ist sie, wenn sie die Geschlechtsidentität mit dem biologischen Geschlecht gleichsetzt. Englisch gesprochen, Sex is not gender. Eine Differenzierung muss herausheben, dass die Geschlechterrollen tatsächlich viele Freiheitsgrade erlauben. Einfach deshalb, weil sie einem stark kulturellen Einfluss unterliegen. Doch schon die Geschlechtsidentität lässt weniger Freiheitsgrade zu. Und in Gänze fehlen diese Freiheitsgrade für eine bewusste Entscheidung beim biologischen Geschlecht. Dieses ist aus wissenschaftlicher Sicht eindeutig keine kulturelle Konstruktion. Es ist vielmehr ein Ergebnis der Evolution. Diese Evolution hat, so der österreichische Gynäkologie-Professor und Hormonspezialist Professor Johannes Huber, rund 300 Millionen Jahre lang daran gearbeitet, die Zweigeschlechtlichkeit zu etablieren und in all ihren Facetten auszuformen. Dieses Geschlecht wird initial durch die Chromosomen bestimmt. Menschen besitzen in jeder kernhaltigen Zelle 46 Chromosomen. Zwei davon, die sogenannten X- und Y-Chromosomen, werden als Geschlechtschromosomen bezeichnet. Es ist vor allem ihr Einfluss, der bestimmt, ob eine Person männliche oder weibliche Geschlechtsmerkmale entwickelt. Das heißt, die genetische Festlegung des Geschlechts erfolgt zum Zeitpunkt der Befruchtung. Es kommt entweder zur Paarung zweier Keimzellen mit je einem X-Chromosom, also eine XX-Variante entsteht und somit ein weiblicher Genotyp. Oder es paaren sich zwei Keimzellen mit einem X-
bzw. einem Y-Chromosom, eine XY-Variante entsteht. Und das wäre ein männlicher Genotyp. Was machen diese Gene nun? Sie steuern die Entwicklung der Keimdrüsen, der sogenannten Gonaden. Die Keimdrüsenanlagen im Embryo, auch als primäre Gonaden bezeichnet, können sich zu Hoden oder Eierstöcken entwickeln. Das Spannende an dieser Stelle: Wenn die primären Gonaden nicht weiter beeinflusst werden, so entwickeln sie sich zwangsläufig zu Ovarien. Es müssen somit, damit ein männliches Geschlecht ausgeformt werden kann, Faktoren dazukommen. Und hier kommt das Y-Chromosom ins Spiel. Gehen wir also die Entwicklung einmal durch und starten mit einem XY-Genotyp, also einem männlichen Genotyp. Es liegt also ein Y-Chromosom vor. Auf diesem Y-Chromosom befindet sich die geschlechtsdeterminierende Region, auf Englisch Sex Determining Region of Y Gene. In Kurzform wird es SRY Gene bzw. eingedeutscht SRY-Gen genannt. Dieses SRY-Gen enthält den Bauplan für einen Transkriptionsfaktor, den Testis-determinierenden Faktor oder einfach TDF. Ein Transkriptionsfaktor, der bindet an bestimmte Bereiche der DNA und hilft, das Ablesen ganz bestimmter Gene zu steuern. Der hier gebildete TDF, der aktiviert Gene, die dann dazu führen, dass ein Embryo männliche Keimdrüsen, sprich Hoden, entwickelt. Aus den primären Gonaden werden somit unter Einfluss von SRY-Gen und TDF die Hoden. Ich wiederhole, da es wahrlich nicht trivial ist. Ausschlaggebend für die biologische Ausprägung des männlichen oder weiblichen Geschlechts ist vor allem die An- oder Abwesenheit des SRY-Gens auf dem Y-Chromosom. Dieses Gen enthält den Bauplan für den TDF. Bei Anwesenheit des TDF, des Testis determinierenden Faktors, kommt es so etwa um die 6. Schwangerschaftswoche herum zur Entwicklung von Hoden. Die von diesen Hoden dann gebildeten Hormone sind es, die die Entwicklung der inneren und äußeren männlichen Geschlechtsorgane bedingen. Um diese Entwicklung dieser Geschlechtsorgane zu verstehen, müssen wir einen weiteren wichtigen Bereich betrachten. Bis etwa zur 8. Schwangerschaftswoche sind beim männlichen und weiblichen Embryo zwei Genitalsysteme vorhanden. Das Wolfsystem, anatomisch korrekt wird hier auch vom Wolfgang gesprochen, und das Müller-System bzw. der Müllergang. Bei regelrechtem Ablauf differenzieren sich die Wolfgänge zu den männlichen und die Müllergänge zu den weiblichen inneren Genitalorganen. Das heißt, wir haben es hier mit den Systemen zu tun, die für die Ausformung der meisten inneren Geschlechtsorgane verantwortlich sind. Wie gesagt, bei Vorhandensein des TDF in etwa der 6. Schwangerschaftswoche entwickeln sich die primären Gonaden zu den Hoden. Diese produzieren dann natürlich ihre Hormone. So wird das nun entstehende Anti-Müller-Hormon in der Form wirksam, als es für die Rückbildung und damit für den Abbau der Müller-Gänge sorgt.
So können die inneren weiblichen Geschlechtsorgane nicht ausgeformt werden. Das Anti-Müller-Hormon der Hoden führt also, seinem Namen wahrlich gerecht werdend, zum Abbau des Müller-Systems. Es geht also in Richtung eines männlichen Embryos. Diese Richtung wird dann weiter vorangetrieben, indem die von den Hoden ebenfalls freigesetzten Androgene, sprich das Testosteron, dafür sorgt, dass die weitere Ausdifferenzierung des Wolfsystems bzw. des Wolfganges angestoßen wird. Die inneren männlichen Genitalorgane formen sich aus. Nebenhoden, Bläschendrüse, Samenleiter und Spritzkanal. Als weiterer Effekt führen Androgene natürlich auch zur Ausbildung der äußeren männlichen Geschlechtsorgane. Penis und Skrotum bilden sich aus. Wenn aber nun kein Y-Chromosom vorhanden ist, wir es also mit einem XX-Genotyp zu tun haben, dann fehlt natürlich auch die SRY-Region. Entsprechend liegt dann auch kein SRY-Gen und somit auch kein TDF vor. Nun geht das Ganze in Richtung eines weiblichen Organismus. Ich wiederhole noch einmal, da es so besonders ist, passiert nichts. Nichts im Sinne, es kommt zu keiner Beeinflussung der primären Gonaden durch TDF, so formen sich zwangsläufig Ovarien aus und damit ein weibliches Embryo. Es ist also der weibliche Entwicklungspfad, der, wenn man so möchte, primär angelegt ist. Es müssen das SRI-Gen und weitere TDF erst dazukommen, damit die Entwicklung in Richtung eines männlichen Organismus hingeführt werden kann. Ohne diese Produkte des Y-Chromosoms entstehen zwangsläufig Ovarien. Das heißt, die primären Gonaden, wenn sie keine spezifischen Signale bekommen, sagen sich, dann werden wir Ovarien. Die Ausbildung der weiblichen Geschlechtsorgane wird dann dadurch gewährleistet, dass das Fehlen der Androgene zu einer Rückbildung des Wolfganges führt. Das Fehlen des Anti-Müller-Hormons wiederum führt zur Beibehaltung des Müller-Gangs. Aus letzterem entstehen dann die Eileiter, die Gebärmutter und der obere Teil der Vagina. Getragen von den weiblichen Sexualhormonen, vor allem Östradiol und Progesteron, formen sich dann auch die äußeren weiblichen Genitalien aus. Es sei noch einmal darauf hingewiesen, dass die männlichen Hoden nur ein Sexualhormon, das Testosteron, bilden. Bei der Frau können die Eierstöcke gleich drei Hormongruppen herstellen. Das Östradiol, das Progesteron und auch das Testosteron. Drei komplizierte Systeme aus den Eierstöcken heraus sich verteilend, fluktuieren dann am Ende im Körper zyklusabhängig. Beim Mann kommt das Testosteron aus den Hoden ziemlich gleichmäßig daher. Der weibliche Organismus glänzt hier also durch einen wesentlich höheren Grad an Komplexität bezüglich der hormonellen Orchestrierung des Organismus. Und es ist nicht zuletzt das Gehirn, das Angriffspunkt der Sexualhormone ist und die biologische Prägung somit auch in die neuropsychische Dimension trägt. Bei Vorhandensein dieser nun beschriebenen zwei genetisch, im engeren Sinne biologischen Geschlechter, gibt es natürlich sehr viele kleine Abweichungen oder Normvarianten, die von dieser Hauptverteilungskurve, wie es die Physiologie eigentlich vorgesehen hat, abweichen können.
abhängig davon, wie sich die Hormone ausbilden, wie sich die Rezeptoren für die Hormone ausbilden und wie das Zusammenspiel all dieser Faktoren funktioniert. Nichtsdestotrotz bleiben aber als evolutionäre Basis zwei genetisch-biologische Geschlechter bestehen. Ist das nicht spannend? Und nochmal diese evolutionäre Finesse. Ist ein Y-Chromosom vorhanden, führt der Pfad zum männlichen Embryo. Wenn nicht, wird automatisch die weibliche Linie eingeschlagen. Somit ist es die weibliche Linie, die den primären Entwicklungspfad verkörpert. Sie stellt sozusagen die Grundmatrize der Entwicklung dar. So sage ich als XY-Geschöpf, es lebe die Evolution und es lebe die Frau.